Bada Vishalayim Shina Kavli לחיים, לחיים, אלה זולם זוגם לחיים, זה דו פייד נענם, לחיים, לחיים.
Yitas Kislev. Auf der Tag von Yitas Kislev haben wir kickt rein in die Svarim, die Mamorim und die Siches von der Rabbeim. Steht da so eine meure dicke Sachen auf der Yitas Kislev, was man kann sich gar nicht vorstellen. Ich gebe mir ein paar Digmues für du von dem alten Rebbe, der friedige Rebbe, das immer gehasset. Also du ein Wort von dem alten Rebbe. Aber der alte Rebbe hat mit Kaddisch gewähnt, der Tag von Yitas Kislev soll haben die Kedische von Yom HaKippurim. Ihr hört recht. Er hat mit Kaddisch gewähnt, dem Tag von Yitas Kislev, aber das ist Pink für Yom Kippur. Und jeder Jid, was wird heint, ausnützen dem Tag, darf ihn zum Ebersten, wenn seine Bakoshis geämpft werden. Das sind also eine Werte, dass er doch nicht wie Yom Kippur. Und für jeden Jid, Yom Kippur ist nicht für die Babetjes, Yom Kippur fühlt sich alle Jiden, Klal Yisrael, aber das ist Yom Kippur. Sagt der alte Rebbe, als er hat mit Kaddisch gewähnt, dem Tag für Klal Yisrael. Auf der Tag ist heilig, Yom HaKaddisch. Und man darf ausnützen dem Tag, wie es bedarf zu sein. Und man darf davenen zu dem Ebersten. Und man darf beten, haben Sechel, Wusse beten. Und man darf beten, aber man soll keinen ausführen dem Ebersten zu gewonnen. Aber was ist da aufgekommen? Ist ein Jid, in der Tag von Yitas Kislev, als er wird davenen zu dem Ebersten, wird seine Tfilis bekommen werden. Ein Abtoche von dem alten Reben. Nachdem ist du noch ein Pisgim von dem alten Reben, hat der alte Rebbe hat gesagt, als jeder Jid, was wird mit Stativ sein in der Verbringen von Yitas Kislev, und hat es ungeriefen, mit Stativ sein bis zum Chossi. Wer liche mal rausnehmen, so du etliche Lescheune, so gedenk nicht in jeder Loschen, aber eine von den Lescheune, so ich will mal rausnehmen mit Gehennem, so gar neiden. Und ich will mal rausnehmen mit Gesche mal a Ruach. Und er schon gedenk sie die dritte Loschen. Mit einer Meizah. Mit einer Meizah, la Merchav. Und dachte ich, als er bis dort ein Verein euch, von Eulam Avriya zu Eulam Azilis. A Kolponim, hört man du meure dicke Reit, als Ayid, 200 Jahre später, wird es bestattet sein in der Simche von Yitas Kislev, hat Kimmins auch verbringen. Ist das so meure dicke Sache, als der alte Rebbe sagt, ich will ihn mal rausschleppen, von wann der will nicht sein, und er wird ihm aufheben, zu sein dort, wie er darf sein. Doch das darf man nicht reden mehr. Was kann man reden mehr? Aber was ist der Yitas Kislev? Aber die Ikerinien von Yitas Kislev sind es Gale geworden. Pnimi ist a Teure. Ist es Gale geworden, als wir kennen, der alte Rebbe hat aufgetein durch Yitas Kislev. Als wir kein verstehen Göttlichkeit. Verstehen Göttlichkeit. Die zwei Sachen. Göttlichkeit ist nicht begehrter Sorge. Es ist auch viele nicht Lameile meiner Sorge. Es ist nicht begehrter. Also eben zu bezogen, ich verstehe nicht den Sub. Hast du gesehen, wie kommt verstehen? Sub versteht man nicht. Sie hat das Team mit verstehen. Aber man soll so gehen, als der alte Rebbe hat gemacht, als er hat genommen Göttlichkeit und das kann er rupkommen in der Suche, als er jied in seinen Kopf
kenne der Herren in sein Seichel, machriach sein in sein Seichel. Göttlichkeit. Das ist Agilui, Verklau Yisrael, von allen Teuren sind nicht gewähnt als eine Möglichkeit. Aber sie gekommen in der Zeit, was der alte Rebbe hat geöffnet, eine neue Derech, als jeder Jid wird lernen Chassidus. Wird erkennen, haben Göttlichkeit in seinem Kopf. Und wir wählen mit seiner Göttlichkeit in der Herz. Und die Göttlichkeit wird später aufziehen, als er es so wären an anderen. Aber was hat der alte Rebbe, das ist nicht du, kein Werte. Das ist Verklau Yisrael. Der Rebbe steht, geht auch abgeschickt an die Schamme. Was ich will auch erzählen, ich habe es erst gesehen, erst schon 2 Wochen zurück. Eine Sache, was ich habe leider keinmal nicht gewusst. Und mit dem wird verämpft verschiedene Teuswissen, wie wir bald reden. Se du hast sicher von der Friedeke Rebbe in Toschen Sein oder Toschen Ches, wo es er allein hat gesucht hat, hat das Kämon nicht mehr alle gewinnt. Stellt euch vor, nicht der alte Rebbe, nicht der mittlere Rebbe, nicht alle Rebbe sind der Friedeke Rebbe bis jene Zeit. Hat das Kämel nicht mehr Gala gewesen. Und er hat gesagt, als wenn der alte Rebbe ist gegangen, der erste Mal zu dem Mizritsche Maggit. Was heint ist der Hilile von dem Mizritsche Maggit? Der erste Mal, was der alte Rebbe ist gewesen bei dem Mizritsche Maggit, hat in dem Mizritsche Maggit übergegeben, Beshem Abal Shem Tov, ihr hättet das jetzt auch, Beshem Achia Shaloini, nicht mehr, nicht weniger. Ihr wisst, wer Achia Shaloini gewesen. Achia Shaloini hat sich umgefangen, er ist von der Jöitze Mitzrayim. Und er ist später gewesen an Novi, und er gewinnt der Rebbe von Elio an Novi. Und der Achia Shaloini ist gewinnt der Rebbe von der Baal Shem Tov, hat 10 Jahre ist Achia Shaloini gelehrt mit dem Baal Shem Tov. Hat dem Achia Shaloini mit Gale gewehen, hat der alte Rebbe's Neshume ist eine Neshume Chadosha, was er käme und nicht gewehen auf der Welt. Und nicht nur seine Neshume ist eine Neshume Chadosha, nun, deine Schome ist eine Schome der Azilis. Und nicht nur eine Schome der Azilis, die hat atomische Bombe. Er ist von Chochme der Azilis. Das heißt, sie geht nicht her. Chochme der Azilis. Und auf was hat man ihm Arab geschickt auf die Welt? Megale sein teures Chabad. Ein neuer Ohr von Himmel. Und auf dem ist er aufgekommen, eine neue Neshome. Und er sagt ihm weiter. Aber die Westhubin größer benagt ihm. Aber das Sof wird sein, an die West benazeich sein. Du wirst gehen, Psaloschen Nisgov, es wird gehen Meuredik. Und es wird also angehen, bis Mashiach. Aber du sie das Wort, was ich habe keinmal nicht gewusst. Der Achia Shaloini und der Baal Shem Tov hat ungesagt der alte Rebbe. Als er tun nicht keinem Megale sein. Er wusste, er ist auch abgekommen und er ist eine Schömmache Dosche und das ist ein Schliches. Mit dem wird schon verämpft. Aber der alte Rebbe ist nicht eine Spur geworden von keinem in Agdem. In viele größte Tzadike Eulam, was heute Tamide Amagit, was haben gehalten, als jetzt nicht die Zeit, wie soll er so tun. Aber der alte Rebbe hat gehört von dem Baal Shem Tov und von dem Achia Shaloini, als es ja gekommen in der Zeit und auf dem ist er auch aufgekommen,
wenn wird gemägt zu sagen, jetzt dem Snag, dem weiß ich nicht, sie das wird geholfen, aber sie da alle Talmide ja magit, wenn soll sie sagen, als das hat mir mir übergegeben von Baal Shem Tov in Frachia Shaloini, was doch keiner nicht geuschen gewesen im alten Reben, als sagt etwas zu sagen, was sie nicht dem ist. Wollen doch all, was doch all, was doch geworden an nie bekennischt. Wollen alle gelernt, ich sehe das Chabad. Aber ich kann es nicht entgegennehmen. Aber der alte Rebbe hat mir nun gesagt, der Toast muss nicht mit allen sein. Aber was hat mir ihm gesagt? Also das ist eine Sensation für das ganz brieße Eulam. Das ist nicht etwas, alle Babetsche Sache. Das ist die Gehe in die ganze Kavonne von Bries Eulam. Als sie gekommen in die Zeit, nicht Galle wären, als sie so sagt, nimm nach dem Neues. Ich weiß, was meint, nimm nach dem Neues. Göttlichkeit und verstehen Göttlichkeit. Haben Göttlichkeit im Kopf, wie so ein Wettes. Kommt doch raus, als wenn wir sitzen bei Jutta's Kistle verbringen, darf mir wissen sein, dass es nicht mit sich bestattet mit der Pole Babetsches. Ich bin nicht Kalle Babetsche, aber ich meine, es ist eine gute Sache, sich wegsetzen. Das ist nicht Kalle Babetsche Jontif. Das ist ein Jontif für Klal Yisrael. Das ist ein Jontif für alle Tzadikim vom Vater Baal Shem Tov. Mit vielen Bereiches Bor Alikim. Und die ganze Kavonis Abrie ist doch, an der Rebestadt gewollt, als soll sein, an dir mit Achteunen. Als Göttlichkeit soll ein Plätt werden in der Welt. Und mir schon einmal gerät du, an der alte Rebbe allein in Perik, Lamed, Gimel in Tanje. Tituf, der alte Rebbe, eine atomische Bombe. Der alte Rebbe sagt, als das, was es steht, ne Sava, Kodesh Baruch Hu, Lies, Leidira, Betachtoinim. Sagt der alte Rebbe, das kämen herankicken, der schwarze Weiß, in Perik, Lamed, Gimel. Als wenn ein Jid ist sich misbeunen in Achtes Hashem. Und bei ihm leicht im Kopf, als ein Eid Movadoi, wie der alte Rebbe bringt es Europa auf die Seichel, wie ein Jid kann kommen zu der Maskone auf die Seichel, als ein Eid Movadoi, sucht der alte Rebbe, wieso hier die Rossoi betachtoinen. Das ist meine dicke Werte. Der alte Rebbe sagt, als was ist dir bedacht in ihm? In dem jüdischen Kopf. Als ein jüdischer Meuch, ein jüdischer Seichel, kennt der Herren Göttlichkeit. Auf dem ist beschaffen geworden die ganze Welt. Das ist nicht kein Spielchen. Bei ihm ist das ein Säuer. Der Säuer Akudisch sagt, als der Rebbe steht beschaffen die Welt, Beginn die Jishte Meidenlein. Kommt doch aus, dass du sagst, der Säuer, der ganze Kavonne Sabrie, ist, dass jeden sollen verstehen Göttlichkeit. Ist bei ihm ist das der Säuer. Aber der alte Rebbe sagt es klar aus, in Perek, Lamed, Gimel und Tanje. Kommt doch aus, Jutes Kislev, hat sich geöffnet, aber man soll kennen, ausführende Meibestens Kavonne. Das ist nicht keine babische Sache, das ist eine jüdische Sache, auf dem ist beschaffen geworden die Welt. Kommt doch raus, als Finn Jittes Kislev, kämen im Ganzen ausführende Meibestens Kavonne. Doch wo sollen wir du beklauen? Wir sind du nur von dem Ebischen wegen. Und hat gesagt, von was hat beschaffen die Welt? Steht offen im Medrisch, Medrisch der Chiebe, als der Ebischte hat beschaffen die Welt, weil will und Madire betachtet. Also steht verfallen, steht bevor.
אז דלתי רבי הוט גהד פן אימו. ענאי נשאבה. מת ענאי גילה יור. אז דה טייצ'ט דירה בתחתוי דמיינט. מי זול קנן פשטיין אין הידיש המויח. זול מי קנן דה הרן גדלכקייט. איזה פסה פיילה ועושת גאט מסירס דפש. Ihr weißt, dass der alte Rebbe ist nicht nur gesessen in jail. Der alte Rebbe hat gehört vom Himmel, als wird Chas v'Shulam mehr nostalgisch werden. Verwusst es mit Galadus, man nimmt ihm sie. Ihr meint, er hat sich aufgestellt, an der Echte gezogen. Er hat nur sich gesegnet mit der Siede, aber er sagt, ich halte bei Gehen und Lamun, Lameile. Er hat nicht aufgestellt. Er wird sich nicht aufstellen. Aber von wem hat er Messias Nefesh? Von wem ist denn? Aber der alte Rebbe hat verstanden, dass das ist der Teich, der Kavone für ganz Bries Eulam, hat er sich Messias Nefesh gewöhnt von wem ist denn? Es ist nicht etwas Schitte, es ist ein Schitte. Er hat sich Messias Nefesh gewöhnt, er soll seiner Dier bedacht einnehmen. Darf er gehen? Er soll gehen. Er stellt aber nicht auf. Ich wusste, gewähnt die Ende. Er hat gesagt, sie hat hochsieden, als er halt bei weggehen. Hat seine Tochter, der heilige Dwoire Lehe, in die Gehäte schmiss. Sie hat rein zu dem alten Reben und sie gesagt, sie will gehen anstatt ihm. Mit der Tnei, also er wird nehmen Käfe in ihr kleine Jüngle, wo sie später ausgewachsen. Zadike Jäulam, der Zemach Zedek. Aber der alte Rebbe hat nicht gesagt, mach sich nicht narisch, ich gebe auf, ich gebe auf, ich sehe das, enough. Der alte Rebbe hat ungenehm, okay, wo gehst du anstatt mir? Gehst du anstatt mir? Eine große Sache. Und sie tagen ist alle geworden. Dort darf man verstehen, dass sie nicht etwas erscheinen machen, heißt, da gibt es Eifer, da gibt es Furcht, da gibt es gesagt, da gibt es Gedanken. Da redet sich Bekuch Nefesh. Da redet sich, was hat der Rebischte beschaffen in der Welt? Ich das nicht gehe für jede Jid, für Klal Yisrael. Wir müssen sich nehmen zum Lehnen, ich sehe das, dann das sind die Kavone, auf was wir sehen, du. Sie verstehst ja, sie verstehst nicht, also steht in Medrisch, hat der Rebischte beschaffen in der Welt, um die Dieren betrachtet, und der Zadike man megale gewein, wo du es meint, ist oibe weissen genoi, wuss mir sennen du. Ich dachte, das jeder Jid. Das ist nicht etwas für eine Gruppe Jid in der Chassidim, in der Chabad Chassidim, das ist eine Gehe für alle Jiden. Das ist ein Tug, wo es in das Gale geworden, wie man sagt in Englisch, once and for all. Ach, das Litamid ist in das Gale geworden, was will Taka der Rebischt? Se du a Brief von der Rebbe Rashab, was der Rebbe Rashab ist ein Jahr, also ich gewähne dem Minig, als Jites Kislev pflegt der Rebbe Rashab verbringen mit Gewalt ein ganz Jahr, was er nicht gewähne, also wie Han der Rebbe pflegt verbringen sehr oft. In jener Zeit, in der gewähnt gezählte Tag, wo es der Rebbe Rashab hat verbracht. Einer von den Tagen gewähnt Jutas Kislev. Ist mir gekommen zu gehen, alle Bochirem und alle Chassidim ist gekommen, mir geht bald, der Rebbe Rashab geht verbringen. Kommt zu gehen, hat mir, aber der Rebbe Rashab ist gar nicht tun, Babisch. Weil er ist äußig in Klal in Yunim, wo es ist gewähnt, eine Gehe von Klal Yisrael. Aber der Rebbe Rashab hat geschickt einen Brief, wo es mir so lehnen bei der Verbringung von Jutas Kislev. Der Brief befindet sich euch in der Sefer HaYoim Yoim. Wir können es kicken in dem Tug von Jutas Kislev. Jede Wort ist ausgemossen, jede Wort ist heilig, Adain Seuf. Dort ist der erste Mal, wie der Rebbe Rashab hat mit Gale gewähnt, als Jutas Kislev ist der Rosh Hashanah Lachasidus. Und das ist ein Tag, wo es der Ebeste Paskentub verklau Yisrael,
wieviel sie sollen die Säure werden zum Eberstehen mit Pneumis der Teure. Neugierige Werte, jede Wort. Als er reinkicken dort in die Werte, steht dort in ein, zwei Werte, steht die ganze Nikide von Jutas Kislev. Dort steht er so. Sie verraten die Kavonne und verraten die Schleime der Kavonne oder die Pneumi der Kavonne. Bis Jutas Kislev kommt aus so. Bis Jutas Kislev jeden am getehen teure Mitzvies mit ausgeführte Kavonne. Aber der Pneumi ist eine Kavonne und der Schleim ist eine Kavonne ist echt nicht Gale geworden, Jutas Kislev. Und das ist Jutas Kislev. Und der Rebestad mit Gale gewinnt. Und der Sofkolsof, der Schleim ist eine Kavonne von dir bedacht einem. Und der Pneumi ist eine Kavonne von dir bedacht einem. Ist Chsidis. Weil Chsidis, teures Chabad, ist Göttlichkeit in der Hassoge, das ist der Tachtoinem. Der Tachtoinem meint mit dem jüdischen Kopf. Was am Mund steht, dass der Kopf ist eine kalte Sache, so wie ein Mess. In Beschaß, also die Lenz Chsidis in die Westen ist Säure, das ist ein Trieser Mess. Sogt der Rebbe Rashab la alle Deures. Als das ist der Tag, wo es in das Gale geworden ist, dem Eibischtens Pneumi ist er gewonnen. Dem Eibischtens Schleim ist er gewonnen. Aber man hört also in den Wetter, das ist ein Simche für alle Jiden. Aber der Simche darf bringen, sitzen und klappen und singen, wird doch nicht... Der Kavonne ist, aber man muss sich nehmen zu lernen, ich sehe das. Und man darf lernen, ich sehe das, nicht wie man kickt daran in der Seiferl, mit der Glustei, man schläft daran ein bisschen, ein scheines Wort. Das darf man lernen und leben mit dem, hören wir in dem. Mit, wenn ich kicke da rein in die Werte von dem Rebbe Rashab, wenn er redet wegen Jutas Kislev, sagt er, oi, wie chayis nafscheinu nitin lanu. Chsidis darf sein der Leben von Ayi. Das ist nicht etwas ein Dessert. Macht heiß ab, das geht es auch. Das ist das ganze Leben. Oder, wo es Lichtigkeit, wo Schaß haben, hat nicht keine Lichtigkeit. Kommen wir rein in der Wand, kommen wir rein in den Tisch. Also Lichtig. Seht man, wo die Sache ist. Chsidis hat gebracht eure Welt. Und da reingebracht ein neue Chais, ein neue Scham in der Wöde des Hashem. Ist also schönes Gale geworden, als er, oder? Ist ein Jid wird sagen, es hat doch gemacht, dass du Scheute im Buch Hashem plenty, es ist ein Close-Out von Scheute. Seiner Scheute wird sagen, ich halte noch nicht bei dem. Lass mich leben in Finster. Das Gerät? Oi, aber das ist die Lichtigkeit. Kommt doch raus, dass unter ihm bin ich gelegen, aber es gewinnt raus. Aber lernt Chsidis, seht mein Porsche, wie darf nicht sein kann, Rocket Scientist. Aber die ganze Jüdischkeit hat schon einander gekickt. Wie ein Mann in dem Ebersten, ein achtes Hashem in dem Ebersten, es ist ein neuer Kick. Es ist nicht etwas, eine scheine Sache, ein gutes Wort. Das ist eine Revolution. Ich weiß, es meint eine Revolution. Aber nicht bekennisch. Wie hat man gelernt, Fachesiedes? Und wie man kickt jetzt auf Mitchesiedes? Kommt doch aus, eure Chais nafscheinu nit nulanu. Das ist Jutas Kislev. In der Kavone für die Verbringen ist eine Säure während in Limit Achsides, in Lernen Tage bei ihm, leben mit dem, trachten wegen dem. Als Sache von Leben, tracht man nicht nur in der Fried, sie nur bei Nacht, sie nur Schabbos, als Rätsel von Chais. Das darf sein unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben darf man sein, vernehmen mit dem.
Und das ist der Teich Chassidus. Und am lebt mit dem, ist es halt wie ein neuer Mensch, mit einer neuen Neshama. Jeder tritt, wenn er jid lernt Chassidus. Und er nimmt es zum Herzen. Aber wenn man lernt, und man meint, man redet zum Zweiten, und man meint nicht sich, ist damals ist recht, dass der Chassidus hat nicht der Tibetan. Chassidus ist gemacht geworden, wie Katrille. Auf zu peulen auf den Mensch. Bei Meile darf er doch lernen, le Katrille. Pavus lerne ich, weil ich will sich überarbeiten. Ich darf doch küssen, ich darf sich im Ganzen täuschen. Ich darf sich aufheben. Ich sage mir, lernt mit dieser Sorte Hanoche, als ich lerne, als ein Material zu werden einander. Dafür lerne ich das. Wenn man lernt, in dieser Öffnung lernt sich anders. Drückt man sich sehr stark zu, und man tracht es über, und noch einmal über, und man lebt mit dem, man sagt immer zur Zweiten, das gesehen, was ich gesehen habe, man lebt mit dem. Demals ist es Ohr, wie Chai ist Nafschenu. In Englisch, du als er sagt, als er Wort, try it, you'll like it. Der Ebenstuhl sagt euch, also Tamu, Ruhu, Ketoyf Hashem. Jeder Reiner, wo sie wird nur sich wegsetzen, lernen der Rebbe, der alte Rebbe, sind alle Rabbi im Chassidus. Ist nicht möglich, aber man soll nicht sehen die Lichtigkeit. Es ist einander Leben, es ist einander Kick auf alles. Es ist nicht du, kein Tritt in Jiddischkeit. Was ich sehe, das geht nicht in dem, an andere Chais, in an andere Kick. In bemäschigte Verbringenheit, mit dem Probieren, geben ein paar Digmues. Was hat ich sehe, das aufgetan, in Mitzvies, in Teure? Sind nicht du kein Mitzwe, sind nicht du kein Ingen in Teure? Aber lernt Chassidus, wie Chassidus, teilt euch der Teure. Oder teilt euch der Mitzwe. Das ist nicht ein scheiner Pschat. Das ist nicht ein scheiner Wort. Das ist eine Revolution. Das ist gar nicht bekennend. Ich habe es kämmerlich gekannt, das soll immer scheiße sein. Jetzt haben wir ein Chauf Kodesh. Wissen, auf was wir sind noch abgekommen. Wir sind doch nicht herabgekommen zu lieb sich. Wir sind doch herabgekommen vom Ebersten. Ich sage mir, hey, das will der Ebersten. Ich sage, ob es auch schade, mir doch doch das hin. Das ist ein Häuf und ein Schuss für jeden Jid. Ich sage mir, wird allein lernen, wird allein eine Säure werden, wird man wählen, als dein Gitter freien zu leuchten an Nuhum. Wird während der ganze Bauerpark und gehen Chodor ab. Von dem Verbringen darf der ganze Bauerpark lernen Chassidus. Nicht nur Bauerpark, aber let's start with Bauerpark. Aber die Nekude ist, Jutas Kislev ist in der Yontif. Und der alte Rebbe sagt, wer sollte mit Stativ sein, hat er nicht gerettet wegen Lubavitcher Chassidim. Wo steht sich, als er will mit Stativ sein, Jutas Kislev? Wer denn? Nicht doch. Da meint er jeder Jid. Er kann sein, der Chusid und nicht der Chusid, als er nicht gehe, aber klar. Der Teure doch gegeben zu jeder Jid. Bemeile, das ist unsere Jontif. Und wir dürfen nicht säure werden, heint miteinander. Ich will dienen dem Ebersten, wie er will. Nicht, was ich will und was ich tracht. Wenn man nicht gehe, aber klar, was die tracht. Ich dachte, du wissen, wo der Ebischter tracht. L'chaim, l'chaim, der Ebischter soll ins Bändchen, aber man soll sich geben ein Schokel. Man darf sich geben ein Schokel, man darf sich ein bisschen nehmen zu der Arbeit. L'chaim, l'chaim. Amen. Ay-ay-ay-ay. Ay, 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 ay
Ay, 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 helfen as mir soll ne säure wären ze wären nun tot zum ebenster mir soll gedenken as mir nicht darauf gekommen auf der welt für sich mir nicht darauf gekommen zu haben ganeden mir nicht darauf gekommen beklau für sich mir darauf gekommen auf die welt
vom Ebenstens wegen. Sie do ein englischer Bier, wegen etwas eines der größten Jiden in Schleim, in den Namen von dem Bier auf Englisch All for the Boss. Nennt ihr bekannt, sie do ein Bier? Ich habe nicht gesehen den Bier, aber ich habe gesehen den Cover. Es hat mir sehr gefällt, dem Namen von dem Buch. Der ganze Wurst darf sein, ein Jid vernehmen, Tugendacht. Was bin ich? Bin ich ein größer Hussid, ein kleiner Hussid? Bin ich ein Gudel? Bin ich ein Kutten? Das ist nicht das, was mit einer Rob gekommen. Mir ist auch abgekommen von mir bestimmt weg. Darf ich trachten, zitiere ich, was der Rebischte will. Das ist mein Kavonne, auf was ich bin du. So du am Maße von dem alten Reben heinte doch sein Jontif, Insel Jontif. Ich doch du am Meuredicke Meiße, was der Friedeke Rebbe hat gesucht auf dem Maße. An der Masse hat er gepeult auf ihm mehr, wie alle Meises, was er hat gehört von seiner Tate, von seiner heiligen Tate, sie von seiner Seide. Aber der Masse hat auf ihm gepeult mehr wie alle Meises. Eine kitzendicke Masse, aber das ist eine Bombe von der Meise. Sie sind reingekommen zu dem alten Reben, Achusid für den alten Reben. Die Minute, wo es mir sagt, Achusid für den alten Reben, wir haben auch viele nicht keine Hassuge, die Madreges für den Chsidim von dem alten Reben. Können Sie sich gut nicht vorstellen. Man weiß auch viele nicht, wie man ist das. Ein Kopfhörner ist auch reingegangen, Achusid zu dem alten Reben, in wie der Minige ist, er schreibt ohne Quittel, man rief das hin, ohne Pidgin, und dort schreibt man, was ist Nigele Wuvoi, was badet ihr, und er wusste, betet der Netze, und er wusste, und er brauche von alle Sachen, die du darfst haben. Der Jid, also wie alle Jid, hat ungeschrieben ein Quittel, und er sah an zu dem alten Reben, und der alte Rebbe lehnt sein Quittel, und nachdem, was er lehnt, ob dem Quittel, hebt auf der alte Rebbe seine heiligen Augen und er rät sie der Chusset. Auf dein Quittel steht nur, was die darfst. Aber etwas auf dem Quittel steht nicht, noch was darf man dir. Der Chusset hat er so abgehalscht, als mit dem Gedaft Pushet auch rausnehmen, kam mit Zures auch rausgeschleppt, ein halber Lebedecke. Was hat ihm der alte Rebbe gesagt? Was hat ihm der alte Rebbe du Mechadisch gewähnt? Er hat doch gewähnt ein Chosset von dem alten Rebbe. Du redest mir nicht du wegen kaputschete Menschen. Und sicher ist er gewähnt ein Jid, was hat gearbeitet mit sich in der Woi des Hashem und er hat gelernt und gedauert und gehorret. Eide mir vielleicht da reingehen zu dem alten Reben, vielleicht machen sein vor 3 Jahren, sie mehr. Du redest mir nicht wegen einer apostelten Mensch. Aber der alte Rebbe hat ihm egal gewesen, als er recht, als das, was du willst sein, ein Neuwit Hashem, und das, was du, alles, was du darfst, du trachtest wegen sich. Die darf sein, die darf sein, aber du trachtest nicht wegen dem Ewigsten, du trachtest von dein Schlimmes. Wo die will sein, du fühlst, du bist etwas, ich mein, hat ihm der alte Rebbe mit Galle gewöhnt, ich sehe, du verstehst nicht im Ganzen, was, das ist so, wo ich das Hashem aufzubauen, also bist du, ich mein, man darf trachten, wegen was der Rebischte will von dir. Also ich gewähne bei Chassidim Amur, am es rein zu erheben, in der Ecke Schale gewähne, was ist mein Tachlis, auf was ich bin auch abgekommen.
nicht was ich will. Ich darf eine Brüche, ich habe schon decided, was ich will tun. Der Rebbe, gib mich eine Brüche. Nicht, dass ich vielleicht da reingehen. Man vielleicht da reingehen, als jeder Jid hat gewiss, dass jeder Jid hat ein besonderes Schliches in der Wäudes Hashem, wo der Rebbe steht, der ihm auch abgeschickt. Und also wie er allein kennt es nicht wissen, nur ein Rebbe, hat der Rebbe ihm egal gewesen, wo es ist dann Schliches. Und sicher hat er gehört von der Masse, es hat nur gewesen ein größer Ruf, ein Chusset von dem alten Rebben, und hat gehört ein größer Ruf in der Rabunis, in der größer Stutt, und hat gehört ein lange Wasser, schöne Boot, und ich meine, gewesen. Als er ist ein Rein zu dem alten Rebben, ein gewesen schon ein älterer Jid, ist ein Rein zu dem alten Rebben, hat der alte, hat geheißen Rabbi Yosef, und gewesen, wie hat er den letzten Namen? Baschenke? Wie hat er geheißen der letzte? Was ist denn der letzte? Ich kenne ihn nicht. But anyway, ist der Chusid ein Rein zu dem alten Rebben, hätte Masse. Früher ist der alte Rebbe, noch dem geht mit dem mittleren. Er ist ein Rein zu dem alten Rebbe. Und der alte Rebbe hat eine Masse. Hat der alte Rebbe gesucht dem Ruf in der größten Stutt mit einem schönen Zylinder, mit einem schönen, wie sagt man, einem Tilip. Also wie ein Ruf, wie ein Mur gewesen ein Ruf. Und der Rebbe sucht ihm nicht mehr, nicht weniger. Le Teufas, nicht Moscha, darfst du werden ein Ballagula. Ich weiß jetzt, wie Amule gewesen ein Ballagule, er sagt nicht wie ein Taxi-Driver. Ein Ballagule, wer gewesen ein Ballagule? Einer, was teugt sich gar nicht, hat nicht keinen Kopf, er kann nur schmeißen Pferd, auch das ist gewesen ein Ballagule. Er ist ein Ruf für eine große Stutt, eine große Tammetruche mit Titel auf große Sachen. In der alte Rebbe sucht ihm, le Teufas, ne Schmoscha, sollst du werden ein Ballagule. Ihr könnt sich nicht vorstellen, was war, also wie ein Dinner in Maruf auf dem Kopf. Er gewann den ganzen Zertreifel. Er kam nach Heim und erzählte Frau, ich kenne, ich muss der Person. Er sagt schon, was er will, ich muss der Person. Bis er hat er rausgesagt, was er hat zu sagen, an der Rebbe dem geheißen Werner Ballagul, der Teufel ist der hat sie ihm gesagt, du darfst doch sein, er sei freilich. Du weißt jetzt, wo du bist er aufgekommen. Und er hat sich gar nicht geschämt, dass sie mehr sieht, dass der Verein bekitzt hat gefolgt und er gewann ein Ballagul. Er ein Ballagul, er käme nicht gewinnt, kein Ballagul. Hat er ungefähr gekriegt, kaufen Pferd, hat er bei Klimmen setzen von der Pferd, bis er fragt nicht, was bei ihm, als gemisst er weggehen von Stutt, was wird, der ganze Stutt wird gehen, hat er um, hat er Ruben beschicken geworden, hat er sich gemisst, er weggehen an den Stutt und er gewann ein Ballagul. Ballagolle nennt man verschiedene Menschen, man weiß auch nicht wie, wer man nimmt. Macht den meisten sehr bekitzer. Der Kitzer von der Masse ist, als einmal hat er genommen ein Jid. Er hat nicht gefühlt, er wisst, dass er ein Jid. Er gewinnt ein ganzer Graf, so ungetein wie ein Graf. Und der Graf hat gesagt, ich darf nehmen dich, ich darf wegfahren ganz weit. Nun, hat, nimmt er ihn. Und es ist ein weiter Ort, es wird finster, hat er sich gemisst aufstellen in der Kretschme. Nun, aber stellt sich auf in der Kretschme, ist der Mensch, was hat gemeint, ist der Samagraf, hat sich reingegangen in ein Zimmer, und er ist rein in ein anderes Zimmer. Aber der Zimmer gewinnt sehr nun die eine zu der anderen. Der Kitz ist der Jid, der doch gewinnt ein gehäubener Jid. Er hat doch nicht kein Ballagol, er gewinnt ein alter Rebbe zu Hause. Hat sich weggestellt, da in der Mare. Der alte Rebbe sagt, dass er da in der Marew fragt nicht, was er gewinnt am Marew. Nicht nur ein Prost am Marew, wie gewinnt du gehäuben. Piet, jene Nacht, wenn er hat gedacht am Marew, hat er sich zerweint. Was er gewinnt von mir? Ich weiß nicht, wo du titzig. Ich bin ein Ballagule, ich fähre Peuren von dem Platz, jenem Platz. Und was tut sich mit ihm? Und wenn er weint, in der Zimmer, in der David Marew, lasst sich euch an dem Mensch, was er nimmt, ich gewinne ein Jid. Was er muss gewinne ein frimmer Jid, und hat Chasse gehabt, und hat Kinder, und leu alleine ist er weg von der Weg, und hat genommen ein Schicksal, hat weggeworfen die Freude, und hat geworden, ab heuer,
אפוי אגבין האחמן הגביר, אבגבין הווק פנידישקייט. אדם מיד, הוט גהט עזה דוונין, הוט דוס גפוילט אף אם אז ארץ גבורם מתעמול גסוירו וסבך גטים את מיין לבן. ונה גבורם פשט קרנק. וסה את גטים את זיך. את גמיסט שיקן המסיג' אז איך פורניש, איך כן איך פורניך, בן קרנק. די קיצי איז, אז שפטר הרעין של רב יוסף, hat sich ausgeweint und erzählt, dass er will die Tschive und er ist im Ganzen da weg. Ich mach die Story bei Kitzel. Hat Reb Yosef ihm mit Karev geweint. Dem er so mit Karev geweint, der alte Rebbe ist schon in Stalle geworden. Hat er gebringt, der Jid, was die Tschive, hat ihm gebringt zu dem mittleren Rebbe. Der mittlere Rebbe hat sich aufgegeben mit dem Jid. אף הזוי וייט, עד המיטל רבי עוד אונגשריבן הגנצה סייפר אין יידיש. הסדר עבודה ויעזוי הבעל שיבה דאף צריך פירן. אין דה סייפר איז בנינצה היית, דה נומן פן דם סייפר איז פרקי אך עברם. נוח איש פעתק ונמאס. דה קיצה דה יידה גבורן אין אמסה בעל שיבה. Der Chusid ist später herein, das gedenkt nicht genau wenn, ist er herein zu dem mittleren Rebbe, euch hat auf die Praven sich bei dem mittleren Rebbe, hat ihm dem mittleren Rebbe gesagt, als mein Tate ist gewähnt nächten bei mir, ich weiß, dass mein Tate gewähnt, der hat doch der alte Rebbe von Ganeden, ist gekommen zu mir und mir gesagt, der schon ausgeführt der Kavone, der kann schon gehen zurück zu deinem Rabbunis. Das kann meure dicke Meisse, der Chagav. Als der Rebbe hat gesehen, als jene Jid, darf ne Karev sein, ein anderer Jid. Aber wie soll wird das geschehen? Die ist mir ein Abalagule. Ja, Abalagule. Aber du darfst raten, wenn ein Jid, wirst du ein Abalagule, wirst ausgerissen werden, schmaßen fett, geh mit dem Poe, mit jenem Poe. Aber wusste die ganze Kavane? Die darf jenem Jid raten. Und das ist deine ganze Tampa, wo du bist da rumgekommen. Ist einmal flink Siede mal reingehen zum Reben nicht, ich weiß schon, was ich will, und gib mir ein Bruch. Nicht, dass er geht mit zum Reben. Zedor Apostik, Ona Hashem Kani Avdecha. Ist du ein Tatsch von der Friedeke Rebbe? Ohne, kann euch nicht meinen, wie? Ich bin gereit zu tun, wo du willst. Wie ich darf gehen? Sag mir, wie kann ich auf dich? Also ich pflegt der Chusid verstehen, als nur der Rebbe weiß, was ist ein Schliches auf der Welt. Noch mal gehen zurück zu der Masse. In der Chusid, was er hat schon heute verstanden, hat was alles, was er will. Ich darf das, ich will das. Oh, du willst das? Sucht ihm der alte Rebbe eine Bombe im Kopf. Auf dem Zettel sehe ich nur, wo du willst. Aber noch was mir darf dir. Ist etwas im Ganzen nicht du auf der Zettel. Und der Pfarrer hat der Chusid gehalligt, er der Herd. Als er gelebt mit der Tuis alle Juren. Wir sind nicht du für sich. Aufzubauen etwas sich, zu werden etwas. Ein Scheine Jid, ein Gudel, ein Chusid. Nicht du, ist er gewonnen. Tracht nicht wegen sich. Tracht, du bist da für am Ebersten. Wird das heißen Chusid? Mach deisse. Das heißen Zadig? Mach deisse. Aber der Nichte bei sich. Du bist da für am Ebersten. Lass mich gehen zurück zu dem Punkt. Als er gekommen in der Zeit, Jutes Kisle, an der Rebischter hat mir Galle gewöhnt, was will er jetzt von Klal Yisrael? Man fragt nicht bei dir, bist du in der Mut? Du hast Chayschik? Äfscher bist du noch nicht greit? Äfscher darfst du früher, ich weiß, was du tun? Der Rebischter sucht und als jetzt ist gekommen in der Zeit, as vetnis galle a or de orshe mashiach
Wenn Mashiach wird kommen, wo ist der Tina ganzen Tag? Ich meine, das steht neben Quittler. Steht das Mashiach, der Rambam so. Er wird sein Rebbe. Er wird lernen, Teure zu Klal Yisrael. Wo wird er lernen? Pnimi ist er Teure. Und das ist der ganze Mashiach, als er wird mit Galle sein, Pnimi ist er Teure. Zu allen Jiden, auf viele zu der Ovis, auf viele zu Moshe Rabbeinu, ist keinem nicht ins Gale geworden, der mit Regen teure, und das wird sein der Arbeit für Mashiach. Wo sitzt Chassidus? Das ist der Teure für Mashiach. Das ist die Teure, was wird später ins Gale werden, auf einem Gura gewaltigen Neufen. Hat der Rebestorn gefangen, sie, aber darf sich Ziegräten eingewöhnen, die Teure. Man darf jetzt lernen, die Teure. Von der Reihe, weil er so hat der Rebestorn geheißen. Hat der Rebestorn auch rupgeschickt an den Schomme Chadosho. Achia Scholoini, sie schickt ihm ein Gries. A Textmessages von Achia Scholoini. Hezer kein alter Rebbe, die weiß, wer du bist. Du bist ein neuer Neshome, was ich käme und nicht gewähne auf der Welt. Und verwusst hat man dir auch rupgeschickt, verklall Yisrael, mit Galle sein der Teure. Und die Teure wird kennen, reingehen in ein jüdischer Kopf. Als ein Jid wird kennen, verstehen mit seinem Kopf. Als er nur du der Rebischte. Der Remis von dem Rebischten darf sich ablegen bei jedem Kopf. Wenn ich verstehe es und ich bin convinced, ob ich sehe, oh, demnus wirst du sich schon aufheben. Du hast mich nicht mehr herangelost, mit mir nicht herangeblosen. Ich allein bin überzeugt. Peult es im Ganzen aufeinander auf. Werd ein überkehrnisch in den ganzen Mensch. Ich habe allein also verstanden. Bemeldet ist gekommen in der Zeit Jutas Kislev, wir halten jetzt den letzten Tag vor Mashiach. Was für ein Punim, weil wir haben, wir haben bekommen als Aor, ja, macht heiße. Ein Mashiach hat gekommen, neulich so gemacht heiße, er sagt das hier, macht heiße, so, so geht es auch. Alle Teures warten vor dem. Und jetzt, Herr mir, als Heid kennst du lernen, Teurosso shel Mashiach. Der Baal Shem Tov hat doch gesagt, als er gewähnt war Mashiach. Und Mashiach hat gesagt, als lernen auf Fotzes Mayonesecha, deine Mayones wird werden in Chutza, und demnus will ich kommen. Und was heißt Chutza? Hat der alte Rebbe verstanden, als der Baal Shem Tov Chutza meint, in den Kopf von der Jüdischen. Und was darf sein in der jüdischen Kopf? Hat er ungeriefen Maya Nasecha, der Qual allein, voran den Nohar, was kommt der Reus von der Maya. Der Maya allein, das ist der Ewigste, das ist der Mohr. Der alte Rebbe hat gemacht, als Göttlichkeit, kann er reinkommen in Sechel. Der Majonas, Geldlichkeit, der Makor von allen Horus, kann jetzt er reingehen in Chutza. Sagt Mashiach zu dem Baal Shem Tov, wenn die wirst du es beweisen, und du sie geworden von Jutas Kislevun, wenn die wirst lernen mit jedem, wenn lernen Chassidus, alle Jiden, klar Yisrael, oto demnus will ich kommen. Darf man doch wissen, dass sie nicht kann, dass es ernste Sachen, dass sie nicht etwas machen heiße, dass sie nicht etwas, dass sie doch gemacht hat, das ist, hat ein Schiech allein, darf sie haben besser, ein Schiech hat das euch gesagt. Und der alte Rebbe hat verstanden, an dem Baal Shem Tov, was hat gehört für ein Schiech, meinte Pushit Chutzah meinte jüdische Meuch.
und dort darf scheinen der Mayen. Das ist kein Mensch gewesen, als er sagt. Mayen, Göttlichkeit in der Kopf, in der Jid. Was hat das Team mit Kopf? Das ist ein Minne. Wie hat das mit dem Kopf? Nein, auch das sagt Mashiach. Ich darf als der Mayen soll er rein, der Mayen allein soll er rein in den Segel von Ayid. Ich darf nicht reden bei Riches, ich schon gerät genick bei Riches, aber die Nekode ist, die Verbringen darf machen an Ibekenisch zu jeder Jid, was ist du. Und zu sehen, als sich Averim in Jididim, in Mishpuche, alle sollen sich nehmen zu lernen, ich sehe das. Das ist eine sehr süße Geschmackssache. Man darf du nicht haben, kann viele der Nefesh Abames sehen die größte Schönheit und die Heiligkeit von Chassidus. Man darf es nur lernen, in hereintrachten, was man lernt, und hereinnehmen in den Herzen herein. Wird es geben eine neue, eine Bekenntnis mit wem in der Mensch. Ja, l'chaim, l'chaim. Sie du, anig in der Alte Rebbe, hat mich habe gewehen, zehn heilige, heilige Neginen. Und interessant, als wenn der Alte Rebbe, wenn ist gekommen, der erste Mal für Mizritsch, hat gesagt zu seinen Talmidim, als hat gelernt drei Sachen. Was ist Ayid? Was ist Teure? Und die dritte Sache, was ist Nigen? Der Keuch von der Nigen. Achsidische Nigen und befragt der Nigen, was der Rebbe hat mich habe gewonnen. Das hat die Keuch ein Ruhschleppen am Mensch von seinen Blotten und es hilft ihm reingehen, dort wie er darf reingehen. Kommt doch raus, als achsidische Nigen, dass sie sehen, die gehen auf Wodes Hashem. Und noch, wenn wir Ayid da bin zu dem Ebersten, ist du gewähnt bei achsidem, an mir pflegt singen beim Davene. Die Neginim von den Stabchus an Nefesh, das hat geholfen, die Säure werden beim Davene. Bei Meile ist ein Negin befreit von der Zadig, was hat mich habe gewesen, ist sehr, sehr hoch. Mit dem Singen, einer von den Neginim, was der alte Rebbe hat mich habe gewesen, und sicher kommen dem Negin mit Singen zusammen. Eine von den Neginim ist Zoma Lecho Nafshi. Zoma Lecho Nafshi. Koma Lecho Besafi. Rabbi Yoel Zicherman. Ay, ay, ay. One in the corner. Ah,
ים כן בקדש חזי שיחה לבייס אוסחך וידך כן בקדש חזי שיחה לבייס אוסחך וידך כן בקדש Yeah.